Mark von CardioScan. Neue Frage, neues Glück. Welchen Einfluss hat das Training auf den Stoffwechsel? Das ist wirklich ganz einfach zu beantworten, denn ein Stoffwechsel, der quasi nicht trainiert wird oder ein Mensch, der sich nicht bewegt, dessen Stoffwechsel schläft langsam ein. Man sagt, ab dem 25. Lebensjahr kann man bis zu 3-5% des Körpergewichts an Muskelmasse verlieren. Das heißt, dadurch schläft der Stoffwechsel stufenweise jedes Jahr ein bisschen weiter ein. Und wenn ich jetzt richtig trainiere, das richtige Training wäre Kraft-Ausdauertraining, das heißt ein Mix aus Kraft- und Ausdauertraining, dann wird mein Stoffwechsel angekurbelt und bei der Stoffwechselmessung kann ich nach ungefähr 8-12 Monaten feststellen, dass ich tatsächlich mehr Kalorien verbrenne als vorher. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das gerne in unserem Blog tun. Der Link ist hier eingeblendet und ich freue mich auf eure weiteren Fragen. Bis dann.